So we fade in the rhythm. Guten Morgen, Leute. So, wir haben kurz nach 8 und die Sonne strahlt ins Haus. Wir lüften gerade und machen noch gerade kurz den Spül. Das Maren, sie war gerade eben schon beim Arzt. Morgen. Guten Morgen. Ja, und hat noch einmal Blut abgenommen bekommen. Tatsächliche Ergebnisse gibt es am Montag. Ne? Nee, am Montag muss ich erstmal das Gerät wegbringen. Ja. Dann wird es eingeschickt. Ich war noch nie so schnell beim Abfall aus Straße drin. Ja, komm so kurz mit. Pieks. Tschüss. Blutergebnisse kommen auch am Montagabend. Wenn ich abgebe, dann kriege ich am Montag. Ja, also warten wir mal bis Montag. Natürlich auf die Daumen drücken. Und, oder sagen wir mal, hoffen, dass es weitere Aufschlüsse darauf gibt, warum Maren manchmal sich so unwohl, schlecht und was auch immer alles. Ja, so. Und jetzt starten wir erstmal mit einem guten Frühstück. Leute, wir haben gerade gefrühstückt. Kleiner Finn liegt neben mir. Daneben liegt der kleine Tobi. Und wir gucken gerade D-Max. Und ich werde nebenbei mir jetzt die Nägel machen. Ich habe es euch gestern schon gezeigt. Und ich habe euch gestern auch schon gezeigt, welche Farbe ich benutze. Und ja, da würde ich sagen, zeige ich euch gleich das Endergebnis. Leute, es ist was ultra komisches passiert. Also, ich zeige euch mal die Aussicht, so wie es war. Maren lief genau da vorne rum. Und ich gucke genau da auf diese Fläche. Und auf einmal kommt von da ins Bild, oh, ich dachte gerade, da war schon wieder was, nee. Zwei braune kleine Sachen, die über den Steine gelaufen sind. Und es hat sich gerollt und lief in Zeitlupe, wirklich in Zeitlupe da lang und von da nach da. Dann habe ich die Tür aufgemacht und bin rausgegangen und Maren kam hinterher. Und das war so richtig so. Und Leute, wisst ihr, was das war? Das haben wir noch nie gesehen. Zwei Mäuse, die erstens keine Angst vor Menschen hatten, die sind noch nicht weggelaufen und die sich am Schlagen waren. Die machen Purzelbäume und sind sich am Schlagen und machen und am Tun. So voll so piu, 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 piu. Bis dass ich dazwischen gegangen bin und die eine läuft so ganz langsam durch meine Beine durch. Also die andere versteckt sich im Gras. Und die andere versteckt sich im Gras, als würde man sie nicht sehen. Man hat sie einfach gesehen. Das waren so richtig zwei süße kleine Mäuse. Und dann habe ich so die eine so angestupst und dann ist sie so tschi und ist dann so in den Busch gegangen. So voll abgefuckt. Ich habe mir so gedacht so, Alter, ihr seid voll die Divas. Voll geil, die haben sich Divas, voll... Divas, sagt man das? Dieven. Dieven. Die haben sich voll gekloppt, die Kleinen. Das habe ich noch nie gesehen. Zwei, und Finn guckt nur so uns zu. Genau. Und ich hab, und das erste so, wir lassen Finn nicht raus, weil so langsam wie die waren, die werden sofort tot. Ja. Die werden safe sofort tot. Du hast sie gesehen, ne? Sag mal ehrlich, du hast sie gesehen, ne? Ist da eine hinten? Ne, ne? Nee, die ist ja dann dahin gerannt. Die andere ist hier hingerannt. Und dann die andere in die andere Richtung. Wir haben die auseinander gemacht, damit die sich nicht weiter wie so die haben sich richtig gerollt, Purzelbäume gemacht, richtig. Ja, so. Die waren wirklich so, die haben sich einmal von da bis dahin geschlagen. So, die eine lag so, die andere war so drauf und aha. Guck mal. Habt euch wieder lieb, ne? Guck mal, Mama hat neue Nägel, Fuß- und Fingernägel. Ob es die beiden interessiert. Ob aber es euch. Die beiden interessiert. Jetzt einmal. Oh, schön. Und Fußnägel auch. Mhm. Sieht gut aus, Maha. Hast du gut gemacht. Ich muss übrigens noch... Oh, ich dachte jetzt auf Aufnehmen beenden. Nö. Ich muss das hier jetzt noch bis heute Abend. Die Ärztin hat eben gesagt, tragen Sie es am besten bis 21 Uhr. Machen wir komplett auf? Nein. Bis 21 Uhr. Voll nervig, ich darf nicht duschen gehen. Ich habe das Gefühl, ich... Warte ganz kurz. Ja, bisschen. Deo könnte mal kommen, ne? Deo, 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 mach mir ein Deo, Brot. Boah, aber ich habe richtig unbequem geschlafen die Nacht, weil ich bin so eine Embryostellung. Schlaftante und dann lag das die ganze Zeit zwischen den Bubis und ich immer so, ach ne, Oh, ne, So, Leute, ich bin gerade angekommen mit Philipp zusammen und... Wir sind gerade hier im Bergheim bei Idea Attack oder auch Lackschutzzentrum NRW genannt. Das ist der Dirk. Hallo!
Und ich gebe heute mein Auto ab. Der hat gestern einen Service bekommen, einen großen von Mercedes. Und hat auch schon die Winterräder drauf. Und mein Wagen bekommt eine spezielle Folie. Und zwar eine Steinschlagfolie oder eine Schutzfolie. Und zwar von Xpel. Leuten, die sich mit Folie auskennen, wissen, Xpel ist, denke ich, ein namhafter Hersteller. Und auch, es ist eine spezielle Folie. Aber dazu werde ich später den Rat von Dirk nochmal oder Dirk einfach daneben stellen. Der kann euch ein bisschen was darüber erzählen, bevor ich da jetzt ein bisschen Quatsch laber. Aber mein Wagen geht heute weg. Genau. Und vor sowas wird er halt geschützt, ne? Sei es, du läufst mit der Jacke, kommst da dran oder sowas. So kleine Sachen. Der ganze Wagen, außer das Dach ist Panorama. Vorne wird noch die Front lackiert, weil ich etliche Steinschläge habe. Und ja, das passt eigentlich ganz gut in diesen Monat rein, denn Maren und ich, wir sind ja weg. Und zwar sehr oft und sehr lange weg. Und ja, einen guten Monat wird er jetzt erstmal unterwegs sein, der Wagen, dann zum Lackierer und dann wieder hier und hin und her. Und in einem Monat gehe ich ihn dann wieder abholen. So ist es auf jeden Fall und wir fahren jetzt los. Wir haben ja noch den Pressewagen, den Peugeot 308. Ich fahre ihn. Philipp fährt ihn, ja. Philipp, wie findest du den anderen Wagen? Gut, ne? Also ich bin ganz ehrlich, er ist ziemlich hässlich, aber er macht ziemlich Spaß. Ja gut, aber das ist mal ehrlich, ne? Ja, so. Also tschüss, Leute. Ich glaube, das, was du eher meintest, ist, von außen ist er ja schick. Ist okay, für den Peugeot auf jeden Fall. Aber innen ist halt irgendwie so, keine Ahnung, das ist komisch. Und wenn ihr denkt, das Tacho ist komisch, ja, genau, in ganz Ruhe, dann gib mal bitte Gas. Das ist komisch, Leute. Ich habe jetzt erst gedacht, Moment, habe ich was auf den Augen? Aber nein, der Drehzahlmesser ist wirklich falsch rum. Okay, das ist ziemlich merkwürdig. Und ich finde, also das hier ist okay. Ja. Das hier ist auch noch okay. Das hier finde ich nicht mehr schön. Ja, gut, das ist aber ja, ist halt mega aufgeräumt, ne, dass es hier drüber gestört wird. Aber ich mag lieber Knöpfe oder Drehschalter. Aber der Wagen macht Bock. Genau, und von außen ist er auch schön. So. Ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, dass Karma zuschlägt, ne? Wir haben gerade Mercedes gesehen. Wir wissen nicht, wann der gekommen ist, wie lange er schon da steht. Da ist einfach ein Hund drin. Also es ist jetzt zum Glück nicht warm, heiß oder irgendwas in der Art. Aber ich finde das trotzdem unmöglich, dass man den Hund da irgendwie... Da ist einfach kein Fenster offen. Kein Fenster, kein Spalt. Ganz ehrlich, wenn wir hier gleich wiederkommen sollten, also wieder hoch zum Parkdeck gehen, ne? Und da war bis zu dem Zeitpunkt keiner da, dann werde ich hier die Aufsicht verständigen, dass sie den ausrufen sollen, den Halter. Weil ganz ehrlich, das ist... Das kann man einfach nicht machen, das ist einfach voll. Ja, geschafft. So, jetzt beim Fahrstuhl und im Rheinzentrum. Im Rheinzentrum gibt es eigentlich nicht diesen geilen Pegel Kloppenburg, wie es in Köln ist. Machst du nix. So, Leute, nach Hause gekommen. Und ja, wir wollten heute eigentlich auch nicht groß noch was machen. Wie gesagt, ich wollte jetzt heute Abend auch noch bei Maren bleiben und sie noch ein bisschen fliegen. Sorry, dass ihr in der letzten Zeit... Ja doch, sorry, aber nein. Also ich glaube, ihr wollt auch ein bisschen was anderen noch Content sehen und vielleicht Maren ein bisschen mehr. Aber Maren geht es im Moment wirklich halt nicht so gut und sie soll sich einfach ausruhen. Deswegen haben wir das Vergnügen auch mehr. Aber ja, genau deswegen bleibe ich heute Abend dann auch noch zu Hause bei Maren und schaue, dass sie über das Wochenende sich auch noch ein bisschen aufpäppelt und sowas. Wir haben gerade auch zusammen das Langzeit-EKG abgemacht. Also das waren jetzt 25 Stunden, 25,5 Stunden war das anmachen. Das hat auch die Ärztin gesagt, so bis 28 Stunden und dann abmachen, auseinander machen und fertig. Die Daten wurden jetzt darauf gespeichert und am Montag geben wir das der Ärztin. So sieht es erstmal auf. Ein ganz, ganz entspannter, cooler, was haben wir heute? Samstag, ne? Freitag, genau. Morgen gibt es einen kleinen Job für mich. Und zwar drehen wir für den YouTube-Kanal Fahr doch. Coole Jungs, die diesen Kanal betreiben. Wisst ihr, was wunderschön ist bei dieser Sache? In dieser YouTube-Folge nennt mich keiner der Influencer. Sondern wisst ihr, wer ich eigentlich einfach nur bin? Ich bin der Tobi. Tobias. Genau, oder der Tobias. Oder der Hobby-Rennfahrer. Oder der... Von mir aus Dummschwätzer, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Aber das, was ich nicht bin, ist, so wie das auch eine andere Sendung macht, mich Influencer nennen. Oh Gott. Also, das produziert, dieses Wort ich find das auch hat schon,
das trägt schon Hass mit sich, oder? Also. Ich kann doch einfach, ich finde, der schönste Begriff ist Creator. Ja, Creator. Creator, genau. So Künstler halt. Ne? Wir kreieren und wir machen und tun und denken uns eigene Sachen aus und machen, wie wir es für richtig finden. Und ob es dann gut oder schlecht ankommt, das sagt und entscheidet ihr dann am Ende. Aber wir erfinden einfach erstmal nur. Ja, genau. Ich bin kein Influencer. Also ja, ich weiß natürlich, was das Wort heißt und in welchem Umfang es genannt wird und sonst was, ne? Das müsst ihr mir jetzt nicht erklären und mit den Product Placement und das alles, aber wie gesagt, dieser Begriff erzeugt in den Menschen schon Hass. Schreibt jetzt unten drunter, ich spreche es auch nochmal so richtig schön aus, wenn es in diesem Moment wirklich Hass erzeugt hat. Influencer. Also ja, einige werden auch schreiben, das hört sich an wie eine Grippe. Ja, ich finde auch, das hört sich an wie eine Krankheit. Influenza ist ja quasi, Influencer ist ja, ja, der rheinische Dialekt. Ne? So, ja, wie gesagt, der Abend endet hier. Maren ist übrigens gerade da. Sie kam von oben. Sie hat hinten komplett über den ganzen Rücken, seht ihr das, Leute? Das ist so ein Herzding. Medisana Schulter. Was? Heizding. Habe ich Herz gesagt? Ich glaube, das Herzding. Ja, Entschuldigung, ich wollte Heiz sagen. Vom Medisana ist das? Das ist so ein. Ach, Teddy? Nee, Penny. Penny. Ich habe das von Penny. Penny hat das im Moment im Angebot. Ach, krass. Es gibt einmal ein Schulter- und Nackenheizkissen und einmal gibt es ein Rücken-Nackenheizkissen. Das ist so geil gerade. Das ist gerade über die Steckdose unten angeschlossen. Also da unten ist das Kabel in drei Stufen, genau da. Das ist halt so fluffig weich hinten und das hat Maren jetzt einfach nur fest, hinten im Nacken und am ganzen Rücken. Ich mach das mal eins runter. Ja, mach mal locker. Ja, das tut gut, auch für Entspannung und sowas. Und ja. Komm, Maren ist eh immer so eine Frostbeule. Wie hat das gekostet? 19,99 €. Also das geht voll klar. Ich habe gedacht, diese Dinger kosten so um die 50 € oder so. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht einmal gebrauchen und dann wegschmeißen, ne? Ja, das ist echt gut. Ich kann mir auch mega vorstellen, wenn Leute Rückenprobleme haben. Oder klar, du kannst das ja auch zum Beispiel, du musst das ja zum Beispiel nicht festbinden, so wie du es gerade gemacht hast. Wenn du jetzt weißt, dass du hier liegst, kannst du es ja auch einfach noch hinlegen und du legst dich drauf. Ja, du musst aber noch vorsichtig sein mit solchen Dingern. Wir hatten mal so ein gut, okay, das ist jetzt vielleicht nicht heutzutage so. Ist das alles gut geprüft, aber ja, du aber solltest nicht damit so einschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen, dann hatte ich eine Brandwunde am Bein. Ja, klar. Also nicht eine Brandwunde, aber es war also schon wie, als hätte ich mich mit einem Lockenstab. Das kann Verbrennungen verursachen, also damit ist nicht zu spaßen. Das ist genauso wie Kerzen in den Weihnachtsbaum hängen. Wenn den Kerzen in den Weihnachtsbaum. Gibt es noch voll viele Leute und dann wundern sie sich, warum die ganze Bude abfackelt. Echt? Richtige Kerzen? Gibt es. Leute, es gibt Leute da draußen, da stimmt ihr mir, glaube ich, zu. Die wollen es ganz traditionell haben und da kommen so. Man hat so eine Lichterkette, die sehen aus wie. Das sind so, keine Ahnung, Blech, Kupfer, was auch immer. Messing-Schälchen. Die werden genau um so einen kleinen Ast drüber gemacht und dann hast du oben quasi, wo du die Kerze quasi drauf machst. Ja, das Problem an Lichterketten ist ja, wenn mehrere hintereinander ausgehen, wird die Spannung größer und die anderen werden heller. Und irgendwann kann so ein Ding durchbrennen. Ja, und wenn dann mal. Ja, Car Crash TV. Ja, so, jetzt haben wir auch ganz viel gelabert und ganz viel drumherum. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Sagt tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht und bis morgen, Leute.